die Stimmung hier in der Wand ist auf jeden Fall schon mal richtig angeheizt. Und der Abend ist erst 2 Songs alt. Wollt ihr einen dritten? Dritter Song? Dritter Song? Okay, dann ab mit dir ins Backstage, liebe Celi. Rap. Rap macht sie. Also sie war auch gleich so in ihrer Bewegung ziemlich lässig. Ja, die ist mega lässig. Diese Lederjacke weckt meine Hoffnung, von diesem Stuhl hochgerockt zu werden. Ist Rock so dein Lieblingsding? Rock ist mein Ding. Hallo, mein Name ist Celi, ich bin 20 Jahre alt und komme aus der Nähe von Köln. Von der Person her würde ich mich als einen sehr offenen Typ beschreiben, sehr, sehr entspannt und leicht unterwegs. Ich bin seit 12 Jahren bei den Pfadfindern und abends, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, singen wir oft zusammen und spielen auch Gitarre. Und da wurde ich auch sehr ermutigt zu singen und weiterzumachen und das hat mich hierhin gebracht. Musik bedeutet mir einiges, eigentlich alles, um genau zu sein, alles. Wenn ich auftrete, ist es mir wichtig, dass die Leute im Publikum mich so sehen, wie ich wirklich bin. Immer wenn ich auf die Bühne gehe, werde ich schon nervös. Das hier ist definitiv der bislang größte Auftritt. Wenn man sich vorstellt, dass zu Hause auch nochmal so viele Leute sitzen und sich das anhören. Scheiße. Ich versuche mich ein bisschen ruhig zu halten, damit ich nichts vergesse, aber ich bin definitiv motiviert. Sie sieht eher cool aus. Ja. Es kommt was Cooles jetzt. Da kommt was Cooles. Sie sieht so cool aus wie du. Guck mal, deine Outfit. Sie sieht auch cool aus. Sie hat doch eine Frisur, ne? Ich hoffe einfach, dass ich mit meinem Auftritt die Leute berühren kann und eine gute Stimmung schaffe. Celi ist übrigens Rettungssanitäterin. Falls also irgendjemand hier aus der Wand vor Freude kollabieren sollte, sie weiß, was zu tun ist. Ich wäre mega aufgeregt. Ja, klar, safe. Absolut. Ich würde uns als 100, als auch in Teilen beängstigen. Glaube ich auch klar, dass nicht nur die 100 hier sind, sondern dass vor den Bildschirmen einfach irgendwie ganz Deutschland sie anschaut. Nur die 100. Ja. Und das ist unglaublich. Das ist noch mal eine Nummer aufregender. Ja, absolut. Ne? Oh, genieß es, komm schon. This 5'7" guy is just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm not like what's underneath them. Though I've been to MIA, ich liebe sie, ich liebe sie. I never made to New York all the way. First I see the West End, I take you to my birthday. I'm liking this American boy. Oh, take me on a trip, I like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to come kicking with you. And you'll be my American boy, American boy. La 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 la. Nicht drücken. Sehr nice. Sehr eigener, geiler Style. Ja, sehr. Und 70 Stimmen. Das ist akzeptabel. Das ist auf jeden Fall mehr als akzeptabel, liebe Celi. Das bedeutet nämlich, dass du gleich auf den Top 3 Plätzen
tauschen wirst mit Lukas. Lukas wird nämlich auf den dritten Platz rutschen und du darfst dich auf Platz 2 stellen. Cool. Ja, bin ich auch. Sehr ich cool. Frag mal ganz kurz hier bei Malte. Ja. Du stehst ja auch direkt daneben. Ja. Wie hat dir denn die Performance gefallen und alles im Gesamtpaket? Ich finde, du hast so eine erfrischende Abgebrühtheit, die du hier auf die Bühne gelegt hast und einfach cool hier die Nummer rausgebratzt hast und auch noch raffiniert in dem Moment, in dem dir ein bisschen die Luft weggeblieben ist, uns singen zu lassen. Die Frechheit muss man auch erstmal besitzen können. Insofern fand ich die Performance rundum einfach sehr unterhaltsam. Herzlichen Dank. Ja, danke für das Feedback. Danke, danke. Susi, du stehst. Ich stehe. Und stehst du auch auf Celi? Ich stehe voll auf Celi. Geil. Ich fand's super mega cool. Und ich finde auch, deine ganze Ausstrahlung ist, du bist Star is born auf jeden Fall. Ich glaube, du bist zu sowas geboren und ich weiß jetzt nicht, ob du unbedingt Sängerin werden willst. Performerin, Moderatorin, ich glaube, da stehen dir, was das Business angeht, sämtliche Türen auf nach deinem Auftritt heute, Baby. Dankeschön. Dankeschön. Es wird flirty hier. Wer All Together Now bestanden hat, dem stehen die Türen der Welt offen. So, wo gehe ich denn jetzt noch hin? Ich gehe aber mal dahin, oder? Ja, du hast ja auch, du möchtest ja auch einfach jetzt mal da auf einen der Top 3 Plätze, oder? Ja, ja, schon. Ja. Na dann, ab mit dir, liebe Celi. Dankeschön, vielen Dank. Applaus für Celi!